nochmal cool. Ups. Ach verdammt, ich drück immer. Na. Vielleicht der Bericht. Ah, ich habe noch nie Hinweise gefunden, um diese Frage zu beantworten. Es hat mir nichts anderes übrig, als einfach. Naja. Ach, darüber kann der Typ nichts wissen. Ich muss etwas nehmen, worüber der Typ etwas weiß. Also so langsam? Hä? Bald habe ich alles. Das war's auch nicht. Was ist denn das hier eigentlich? Ich habe nicht in Richtweisung, um das zu beantworten. Vielleicht das hier, Buch über Geister. Hätte mich auch gewundert, wenn das richtig wäre. Also wenn ich alles durch habe, ist... das ist es wahrscheinlich nicht. Selbst darüber weiß der Typ nichts. Was? Ganz ernsthaft? Was? Wieso denn? Also habe ich jetzt nur noch die zerbrochene Wand und Spuren eines Kampfes. Und ansonsten fehlt mir noch ein wichtiger Hinweis. Ein einziger Hinweis. In Ordnung. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Irgendwas Wichtiges fehlt mir. Wow, was war denn das? Ganz ernsthaft, da liegt doch was auf dem Boden. Das ist doch sowas von offensichtlich. Ja, ich weiß. Das habe ich mir angesehen. Das hier auch. Das Mädchen natürlich auch. Wirklich, ich verstehe es nicht so ganz. Wieso komme ich denn eigentlich hier nicht durch diese Wand durch? Wo stehe ich denn jetzt? Oh, das ist schon echt anstrengend. Mir fehlt auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Und ich weiß nicht welcher. Sie ist hier offensichtlich hier rausgegangen. Warum kann ich das denn nicht als Hinweis nutzen? Ah, vielleicht... Naja, okay. Ach, sieh mal ein. Jetzt kann ich mir das hier ansehen. Nicht zu erkennen. Hilft mir das jetzt weiter? Ach, jetzt komm schon. Da oben ist es doch. Ich sollte Rex dieses Foto für die Vermisstenmeldung geben. Fotos der Zeugin. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Die Frage kann ich aber immer noch nicht lösen. Eine Sache fehlt noch.
Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Okay, daran hat sich nichts geändert. Ah, fokussieren. Berühren. Einige Objekte lösen bei Ronan einen Flashback aus. Folge den Geräuschen, die die stärkste psychische Energie kennzeichnen. Ah. Natürlich die Glocken, das mit dem Priester. Pater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile. Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Aus dem Fenster geflogen, auf der Straße erschossen und du siehst dich nicht mal nach Zeugen um? Dieses Mädchen ist meine einzige Spur. Ich muss sie finden. Finde die Spur des Mörders abgeschlossen. Mein einziger Hinweis. Information. Neues Ziel. Verlasse die Wohnung. Ich muss es mir... Okay. Durchs Fenster? Ja doch, wollte gerade sagen. Kann ich doch durch. Müsste ich durch können. Ich weiß, es kann mich nicht umbringen, aber ich hasse Höhlen trotzdem. Cool, der ist da einfach so runtergeschwebt. Finde die Zeugin. Die Zeugin ist mein einziger Hinweis. Ich muss sie finden. Die Kirche ist meine größte Chance. Ah, okay. Jetzt muss ich zur Kirche laufen. Was haben wir hier? Oh. Der Tag, an dem alles für mich starb. Das Ende für immer. Belauschen. Sieh's ein. Baxter hat ihn gehasst. Das beruhte aber auf Gegenseitigkeit. Ronan hatte Ecken und Kanten. Aber Baxter ist auch nicht gerade ein Kuschelbär. Ja, aber du glaubst doch nicht, dass er... Ich meine, einen anderen Cop... Oder sonst wen? In diesem Job bin ich mit jedem Tag weniger überrascht, wozu Leute so in der Lage sind. Ach, wie nett. Die haben sich also nicht sonderlich lieb gehabt. Schleichen hier eigentlich Dämonen herum? Offensichtlich nicht. Aber so wie es aussieht, sind die Wege, die ich gehen kann... vom Baxter schikaniert. Harter Arbeitstag für meinen Mann. Es dauert eine Weile, bis er darüber reden konnte, aber dieser Baxter scheint extrem feindlich gegenüber Ronan zu sein. Und es gibt nichts, was er dagegen tun kann. Es ist ein Mysterium, warum dort so viele Feindseligkeit herrscht. Ronan hat nie etwas getan, um ihn zu verärgern. Aber Baxter beschloss zu wissen, was für ein Mensch Ronan ist, und nichts überzeugt ihn vom Gegenteil. Manche Leute lernen es nie. Ja, da hast du nicht ganz Unrecht. Jetzt habe ich aber immer noch dieses eine Ding nicht gefunden. Ach, sieh mal einer an. Jetzt bin ich wieder hier vorne. Okay, ich muss jetzt zur Kirche. Und ich kann in diese Häuser... Nein, kann ich nicht rein. Mich würde interessieren, was diese Seelen bedeuten. Wenn ich mich hier verstecken kann... Sind hier 100 pro irgendwo Dämonen? Und hier befindet sich nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Äh,
Gedanken lesen. Ich wünschte, Geister wären real und man könnte einfach mit ihnen reden. Was bist du denn für ein Psycho? Wenn dir langweilig ist, dann such dir Freunde. Ich kann hier wirklich nirgendwo durch. Wandert hier irgendwo was rum? Weil diese ganzen Seelen zum Verstecken hier sind? Dieses Autotattoo. Ich musste nicht mal nach dem Tattoo zum Autodiebstahl fragen. Ich hasse es. Es ist protzig, geschmacklos, gewöhnlich. Ich kann mein Missfallen spüren. Er kann mein Missfallen spüren. Aber ich schätze, es ist zu spät. Alle Tattoos bringen die Gefahr des Bedauerns mit sich. Sie hat oft wohl die Tattoos gehasst, hä? Enthüllen? Ah. Ich kann mir also praktisch wirklich eigene Wege... Naja. Und ich kann Dinge entfernen. Das ist ja witzig. Ewige Flamme, noch 15. Die sind wahrscheinlich alle hier in der Region zu finden, hä? Huh? Oh. Ich guck mich ja gerne irgendwo um, aber ich muss schon sagen, das ist echt... Hier hat man auf Dauer zu viel Spielraum. Das nervt schon etwas. Und hier hinten ist etwas, was ich enthüllen kann. Ich habe hier vorhin auch nicht alle gefunden. Verstecken. Ach so. Das war einfach nur... Okay. Ich muss also irgendwie hier runterkommen. Irgendwie. Wow. Hier geht's wieder nach oben. Wo bin ich? Was ist hier los? Hör mal, ich weiß nicht, ob ich irgendwas tun kann, aber du scheinst Hilfe gebrauchen zu können. Ich weiß nicht, wie ich hierher kam. Oder wo dieses hier überhaupt ist. Ich kann mich nicht erinnern, was mit mir passiert ist. Warum bin ich so? Es... Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Kleine. Aber wenn du hier bist, bist du tot. Ich wusste es. Sieh mal, mir geht es ähnlich. Ich war früher Detective. Ich werde mich mal umsehen und versuchen, etwas zu finden, das Licht in die Sache bringen kann. Ich weiß nicht mal, wo du anfangen könntest. Erinnerst du dich an irgendetwas? Egal wie unbedeutend. Manchmal ist das kleinste Detail entscheidend. Ich erinnere mich an viele Leute. Und an ein Ruderboot. Alle hatten Angst. Ich sehe immer wieder den Namen Mona Hansett. Das ist ein Anfang. Mal sehen, was ich tun kann. Ach, wie süß. Okay, Mona Hansett. Heißt, ich muss für das Mädchen Zeugenbeschreibung. Verdammt, jetzt war ich nicht schnell genug. Egal. Fünf Hinweise sollte ja wohl zu finden sein. Gerahmtes Bild. Hier hinten habe ich auch was gesehen, genau. Zeitung. Das ist ihr Nachruf. Sie ist gestorben, als ihr Ruderboot kenterte und sank. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Was hat sie in einem Ruderboot gemacht?
Das ist eine sehr gute Frage. Oh, da ist auch was zum Enthüllen. Kerzen. Ah, stopp, da ist was, was zittert. Und da hinten ist auch noch was zittert. Da steht etwas. Wir werden dich sehr vermissen. Du bist eine Heldin für uns alle. Wow. Heldin für uns alle. Klingt, als verdanke ihr mehr als nur einer das Leben. Sieht wie eine Art Denkmal aus. Ich wette, die Leute haben mehr als nur das hier gelassen. So, jetzt habe ich alle Hinweise. So. Das ist doch 100% wichtig. Verschiedene Kerzen nicht. Gedenkstätte. Okay. Es zu finden könnte mir... Das war wohl nicht wichtig. Dann das Bouquet. Und... Dann kann es nur noch die Zeitung sein. Helfen alles zusammen. Dann kann es nur noch die Zeitung sein. Als die Mona Handset sank, war sie kein Opfer. Sie war eine Heldin. Sie hat viele Leute gerettet, bevor ihr Boot sank. Sie muss wissen, wie viel sie diesen Menschen bedeutet hat. Hast du was gefunden? Der Name, an den du dich erinnerst, Mona Handset, war ein Dampfer, der direkt vom Hafen Salems gesunken ist. Wenn du nicht gewesen wärst, wären eine Menge Leute gestorben. Du bist eine Heldin. Wenn ich alle gerettet habe, wie bin ich dann gestorben? Nein, nein, du hast nicht alle gerettet, aber du hast es versucht. Dein Boot ist gekentert. Ich kann nicht schwimmen. Also muss ich ertrunken sein. Tut mir leid. Nein, das braucht dir nicht leid zu tun. Dank dir fühle ich statt Angst und Trauer Stolz. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich es nie gewusst. Ich danke dir aus der Tiefe meines Herzens. Ich habe gern geholfen. Ach, wie süß. Sehr cool. Weiter zur Kirche. Kann ich hier sonst noch irgendwas finden? Hm. Ja, da hinten leuchten noch so ein paar Sachen. Plakette der Piratengeschichte. Na hopp. Ah, ich hänge. Enthüllen. Mein Leben überdenken. Niemand hat mich so zum Lächeln gebracht wie du. Noch süß. Tag am Strand. Das sind wohl so kleine Erinnerungen. Kirche betreten, natürlich. Wenn du wegläufst, brauchst du eine Zuflucht. Einen Ort, an dem dich nichts Böses erreicht. Aber den Fragen kannst du nie entkommen. Sie folgen dir überall hin. Ich bin nicht so der Fan von Kirchen. Oh, super, das speichert hier. Dann machen wir hier das nächste Mal weiter. Und ich speichere dann jetzt hier ab. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und hoffentlich lösen wir diesen Fall.
und kommen nicht mit so viel Dämonen in Berührung. Also dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.